Unterwegs in der Toskana, in Santa Croce. Hier im Garba-Distrikt wird Leder für Schuhe und Taschen vieler Luxusmarken produziert. Wir wollen wissen, unter welchen Bedingungen. Trotz zahlreicher Anfragen bekommen wir von keiner Gerberei eine Dreherlaubnis. Nur ein Zulieferbetrieb für Gerbereien gibt uns eine Zusage. Hier werden die ersten Schritte der Lederproduktion erledigt. Die Tierhäute werden vom Fleisch abgetrennt. Man hat extra für uns aufgeräumt, erfahren wir später. Aber immer noch stinkt es bestialisch. Auffällig, unter den Arbeitern viele Migranten. Die Arbeit soll nicht nur hart sein, sondern auch gefährlich. Hier in der Fabrik können wir mit den Arbeitern nicht reden. Später treffen wir uns mit einem Lederarbeiter, der in einer anderen Fabrik gearbeitet hat. Dann aber hatte er einen Unfall. Eine Maschine riss die Fingerkuppen seiner linken Hand ab. Bei der Maschine gibt es ein Sicherheitssystem, das die Maschine automatisch abschaltet, wenn die Finger hineingeraten. Aber bei mir haben sie das System einfach verändert, damit die Maschine schneller läuft und mehr produziert. 5 Kinder hat Ibrahim zu ernähren, aber kurz nach dem Unfall verlor er den Job. Ein tragischer Einzelfall. Wir treffen den Gewerkschafter Papa Demba, der sich um genau solche Menschen kümmert. Immer wieder kommt es zu Arbeitsunfällen, sagt er. Wir hatten sogar Tote, und das waren meist Immigranten. Die Produktionsbedingungen führen auch dazu, dass Arbeiter krank werden. Asthma. Viele haben Asthma und auch Tumore, weil sie die giftigen Stoffe einatmen. Dazu kommt, viele der Arbeiter leben in ständiger Unsicherheit, sind über Zeitarbeitsfirmen angestellt, manchmal nur tageweise. Aber weil es sonst kaum Arbeit gibt, haben sie oft keine Wahl. So wie Ibrahim. Das ist die neue Form der Sklavenarbeit. Man hat keine andere Möglichkeit, als da mitzumachen, weil man eine Familie hier hat, die man ernähren muss. Wenn man nicht dort arbeitet, was soll man sonst machen? Ich will ja nicht stehlen oder Drogen verkaufen. Niemals. Miese Arbeitsbedingungen, Unfälle, Todesfälle. Und das mitten in Europa? Wir haben einen Termin bei der Behörde für Arbeitsschutz, die auch für Kontrollen zuständig ist. Die Zahl der Unfälle und Erkrankungen sei im Vergleich zu früher zurückgegangen, beschwichtigt Luciano Arena, muss aber gleichzeitig zugeben, nach meiner Erfahrung stellen wir höchstens bei 2 oder 3 von 10 Kontrollen keinen Bußgeldbescheid aus. Es ist selten, dass wir aus einem Betrieb rausgehen, ohne dass wir Bußgeld verlangen oder Auflagen machen müssen. Bei der Hilfsorganisation Abiti Politi jedoch glauben sie, die Behörden sind gar nicht so ausgestattet, dass sie gegen die Zustände in den Fabriken vorgehen können. Francesco Gesualdi hat monatelang in der Lederbranche recherchiert. Es herrscht hier ein Klima der Omerta, des Schweigens wie bei der Mafia. Hier sind die Gerbereien mächtig. Santa Croce ist ein Gerberdistrikt. Die Gerbereien können immer mit dem Thema Arbeitsplätze erpressen. Außerdem hat seine Organisation herausgefunden, die gefährlichen Arbeitsschritte werden immer mehr ins Ausland ausgelagert, wo es noch weniger Kontrolle gibt, Brasilien oder Fernost. Sie importieren die Häute, verarbeiten sie weiter und schreiben Made in Italy drauf. Die Ergebnisse der Recherche hat er in einem Bericht zusammengefasst, als Teil einer internationalen Kampagne für bessere Bedingungen in der Lederproduktion. Zurück in Deutschland, Berlin. Hier treffen sich weitere NGOs aus Europa und Asien. Sie recherchieren und sammeln Material über Missstände in den Produktionsländern. Bilder von kranken Arbeitern aus der Türkei, verhaftete Aktivisten in China, Todesfälle in Indien. Aber eben auch untragbare Zustände in Italien. Gibt es überhaupt Lederprodukte, die man kaufen kann? Also wenn man beide Aspekte berücksichtigen will, dass es ethisch korrekt zugeht, also dass die Menschenrechte bei der Arbeit eingehalten werden, Lohn gezahlt wird, von dem man leben kann und dass die Umwelt nicht
verschmutzt wird oder kontaminiert wird, muss man in dem Fall sagen, kann man eigentlich im Moment noch nicht richtig etwas kaufen. Gemeinsam fordern sie Unternehmen und Politik auf, endlich zu handeln. Und sie wollen die Verbraucher wachrütteln, damit wir alle hinterfragen, wie unsere Schuhe eigentlich produziert werden.